Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Surviving Mars mit dem Green Planet DLC, was jetzt am 16. Mai, also morgen, rauskommt. Und wir wollen mal einen ersten Blick reinwerfen. Also ich plane auf jeden Fall, das abzuschließen auch, bis wir den kompletten Mars Terra geformt haben, bis wir den komplett grün gemacht haben. Dazu gibt es dann mehrere neue Sachen hier in dem Spiel, um das zum Beispiel zu beschleunigen und Treibhausgas zum Beispiel in die Luft setzen, die Temperatur vom Mars erhöhen. Dann gibt es Spezialaufträge wie zum Beispiel Schmelzen Schmelzen des Pols. Ne, es gibt ja auch so einen Pol auf dem Mars. Ja, dann schauen wir einfach mal rein. Wir machen mal ein neues Spiel. Also neue Tutorials gibt es jetzt hier nicht. Da gibt es immer noch die alten. Und wir schauen einfach mal rein, machen ein neues Spiel. Tutorials überspringen machen wir mal. Ja, und dann bin ich schon mal sehr gespannt, wie wir das jetzt hier machen. Also ich habe schon mal kurz einmal reingeguckt. Es gibt jetzt hier zum Beispiel auch neue Option. Wenn man hier zum Beispiel die internationale Mars-Mission nimmt, ist jetzt hinzugekommen, dass wir jetzt starten mit Fertigbau einer autarken Kuppel. Und das ist jetzt zum Beispiel der einfachste Schwierigkeitsgrad. Hier haben wir auch am meisten Geld, 30 Milliarden Dollar, 5 Anfangsraketen, 200 Anfangsbewerber, Forschung pro Soll 300 und Edelmetallpreis 25 Millionen Dollar. Und wir können hier auch 70.000 Kilogramm Nutzlast mitnehmen. Also das haben sie ein bisschen verändert. Entweder spielen wir die internationale Mars-Mission, könnten wir eigentlich mal machen, damit wir das einfach mal gleich mal testen. Ansonsten wird das hier natürlich immer schwerer. Also internationale Mars-Mission ist bei 120%. USA ist dann zum Beispiel schon bei 160% und hier zum Beispiel Terraforming-Initiative, wo man zum Beispiel auch gleich Bonus-Forschungsgebäude bekommt. Hier zum Beispiel marsianische Vegetation, interplanetare Projekte, Unlocks Terraforming-Special-Projekts. Ne? Also das könnte man zum Beispiel nehmen. Ist natürlich recht schwer. Ne? Also wir starten hier mit 8 Milliarden, kriegen hier nur 100 Forschungspunkte. Und deswegen, also das ist dann schon ein bisschen schwerer. Wir können ja wirklich mal mit der internationalen Mars-Mission starten. Und hier würde ich zum Beispiel den Geo-Ingenieur nehmen. Haben wir gleich am Anfang zwei von den neuen Terraform-Gebäuden mit drin. Kolonie-Logo können wir gucken hier. Terraforming-Initiative. Geheimnis lassen wir auf jeden Fall zufällig. Spielregeln brauchen wir auch nichts weiter auswählen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon 4 Startgebäude. Und ja, genau, die autarke Kuppel haben wir denn. Und dann fangen wir einfach mal an. So, jetzt müssen wir hier unsere ersten Sachen mitnehmen. Ich glaube, hier ist schon soweit alles ausgewählt. Wir bräuchten auf jeden Fall, aber das müssen wir später dann holen. Das Saatgut brauchen wir auf jeden Fall für das eine Gebäude. Das halt so Pflanzen, Pflanzen gepflanzt werden. Deswegen... Ja, ich würde es erstmal so lassen. Dann haben wir einen Kommandeur, einen Erkunder, einen Transporter. Dann haben wir 6 Drohnen. Polymer 15, Maschinenteile 15, elektronische Geräte 10, Orbitalsonden 4. Ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, dann haben wir hier halt die 4 Fertigbauten. Hier haben wir einen Stirling-Generator, Feuchtigkeitsvaporisator haben wir auch schon. Ist auch mit drin. Ein Drohnen-Hub haben wir mit drin. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und wie gesagt, zur Not können wir uns ja immer noch eine Frachtrakete holen. So, dann gucken wir mal, was wir hier am Anfang am besten für eine Gegend nehmen. Ich würde es jetzt auch nicht so schwer machen. Hier zum Beispiel Metalle, Beton, Wasser. Das sieht doch eigentlich gut aus hier. 145% Schwierigkeit, relativ flach. Meteoritenbedrohung, zweite Stufe und der Rest ist Stufe 1. Also das könnten wir auf jeden Fall nehmen. Wichtig ist halt, dass wir sofort halt oder relativ früh halt auch Wasser finden. Dann nehmen wir einfach mal diesen Abschnitt vom Mars. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Hier seht ihr auch schon ein Bild.
So, willkommen auf dem Mars. Die Einsatzzeitung kann es kaum erwarten, dass die Rakete landet und ihre wertvolle Fracht auslädt. Die Drohnen und Rover, unsere ferngesteuerten Augen und Hände auf dem roten Planeten. Unser Ziel ist es, für die Menschheit Fuß zu fassen, indem wir die erste Marskuppel errichten. Dieses beängstigende Bestreben wird es mutigen Pionieren, den Gründern ermöglichen, sich auf dem Mars anzusiedeln und zu beweisen, dass die Kolonie eine Zukunft hat. Aber bis es soweit ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Kolonie genug Bauressourcen, Wasser, Sauerstoff und Strom hat. Missionssponsor, internationale Marsmission, Kommandantenprofil, Geoingenieur. So, hier hat er zum Beispiel schon eine Fläche gefunden mit zwei Betonvorkommen. Ich würde auf jeden Fall schon mal die Orbitalsonden nutzen, ob wir hier vielleicht auch irgendwo ein Wasservorkommen haben. Hier haben wir noch kein Wasser. Ich mache hier oben nochmal. Ja, müssen wir die restlichen müssen wir dann erkunden. Wie gesagt, wir hätten jetzt auch eine andere Plattform nehmen können. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel, hier haben wir dann gleich schon die beiden Betonvorkommen drinne. Dann geht das ja. So, dann landen wir mal. Dann würde ich sagen, fangen wir da gleich schon mal an. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ich gehe nochmal auf die Karte, dass wir hier schon mal unsere umliegenden Sektoren erforschen. Hier oben beim Berg brauchen wir, glaube ich, nicht erforschen, weil wir machen lieber hier die flachen Seiten, dass wir da vielleicht Wasser drin haben. So, dann kommen hier schon die ersten Fahrzeuge raus. Haben wir überhaupt eine Anomalie? Ne, noch haben wir keine Anomalie. Dann würde ich sagen, fährt der Erkunder. Schauen wir mal. Transporter. Wie gesagt, teilweise ist hier noch ein bisschen Englisch drin. Das ist der Kommandeur. Ich guck mal gerade, wo wir hier noch ein bisschen Eisen haben. Das ist der Erkunder. So, dann gehen wir hier erstmal Eisen sammeln. Dann bauen wir auch erstmal Lagerplatz. Machen wir den hier in der Nähe hin. Weil jetzt müssten die Sonden hier das ganze Schiff ausladen. Das ganze Raumschiff, die ganze Rakete. Da ist jetzt natürlich einiges drin. 15 Polymer, 10 elektronische, 15 Maschinenteile. So, wir gucken gleich schon mal in den Forschungsbaum rein. Der ist jetzt auch neu. Hier zum Beispiel marsianische Vegetation können wir als erstes mal erforschen. Hier erforscht er nämlich gerade Upgrade für den Feuchtigkeitsvaporisator. Feuchtigkeitsvaporatoren können dank ihrer einfachen Mechanik überall auf der Marsoberfläche eingesetzt werden, um Wasser aus der Marsatmosphäre zu gewinnen. Das können wir eigentlich, ich glaube, ich lasse das erstmal drin. Ne? Das lassen wir auf jeden Fall, machen wir das mal weg und machen mal gleich das hier. Machen wir so rum. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel für Terraforming etliche Forschungsoptionen, die wir nach und nach freischalten. Wie gesagt, ist jetzt alles ein bisschen anders angeordnet hier. Hier haben wir zum Beispiel schon neu gewachsene Wälder, können neue Aussichten und Forschungsstätten schaffen. So, dann fangen wir erstmal an. Würde ich sagen, brauchen wir erstmal Strom. Brauchen wir erstmal ein bisschen Strom hier. Erstmal auch zum Beispiel hier. Ja, genau jetzt. Ich glaube, Metalle haben wir gar nicht. Die sammelt er jetzt ein. Und danach sammeln die Sonden die Metalle ein. Beton brauchen wir hier auch erstmal, weil wir haben noch gar keinen Beton jetzt. Ja, fangen wir erstmal hier mit so einem Solarkollektor an. Wie gesagt, hier, die können wir hier, warte mal, ne, das ist der Erkunder, genau, da warten wir jetzt auf eine Anomalie. Und hier könnten wir schon mal, sind die jetzt drinnen? Ne, die müssen wir. Jetzt kommen die auch mit raus, ne? So. Genau. Die können ja jetzt hier auch erstmal schon mal ein bisschen was einsammeln. Wie gesagt, die Metalle sammeln sie auf jeden Fall mit ein. Fahren die da wieder rein. Die sind hier schon mit draußen, die arbeiten schon.
Ja, jetzt brauchen wir erstmal Metalle. Jetzt wird hier erstmal der erste Solarkollektor gebaut. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch hier. Hier Stirling, den können wir auch schon mal eigentlich direkt einbauen. Können wir schon mal direkt einbauen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier. Hier brauchen wir auch noch mal 5 Metalle. Können wir auch schon mal direkt bauen. Na, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die hier fertig gebaut haben. Können wir auch ein bisschen vorspulen hier. Wir müssen halt gucken, dass er, wenn der Transporter fertig ist. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Stirling-Generator. So, die sind auf jeden Fall schon mal miteinander verbunden. Aber wir warten erstmal, bis die Betonfabrik gebaut ist. Müssen halt mal schauen, was wir hier noch. Hier haben wir noch einen anderen Stirling-Generator. Lebenserhaltung. Hier haben wir zum Beispiel gar nichts weiter. Aber bauen können wir das schon. Hier haben wir noch Metallextraktor. Aber hier haben wir jetzt ja erstmal Beton. So, der wird jetzt auch fertig gebaut. Können wir schon mal Stromkabel mit Stromkabel verbinden? Und dann kann der auch schon mal anfangen zu arbeiten. Das hier können wir schon mal zweites Lager bauen. Ich zeige euch gleich nochmal, was jetzt hier alles neu ist. Wir haben hier zum Beispiel jetzt den Button Terraforming. Ja, also hier brauchen wir zum Beispiel Treibstoff. Da müssen wir erstmal eine Treibstoffraffinerie bauen, damit hier das Treibhausgas erhöht wird. Weil wir haben jetzt hier oben zum Beispiel Atmosphäre, die wir erhöhen müssen. Temperatur müssen wir erhöhen. Denn Wasser, da müssen wir große Seen, sag ich mal, bewässern. Und dann haben wir noch Vegetation. Wieso hat er hier wieder so ein Dings gemacht? Mal kurz verbinden hier. So. Ja, wie gesagt, gucken wir nochmal kurz. Das ist hier denn das Treibhausgas, um das zu erhöhen. Und dann können wir hier auch die Aufforstungsfabrik, die verbraucht aber Saatgut. Und Saatgut bekommen wir nur entweder mit einer Rakete, ne? Also wenn wir jetzt hier auf Nachschub gehen, können wir hier zum Beispiel eine Nachschubkapsel holen. Oder eine Frachtrakete können wir auch holen. Und Nachschubskapsel können wir dann zum Beispiel hier maximal 10, ne? Also das ist natürlich nicht so viel. Maximal 10 Saatgut. Da können wir gerade mal eine mitmachen. Müssen wir halt mal schauen. Wir haben aber auch noch andere Raketen, die wir dafür nehmen könnten. Könnten wir auch eine Frachtrakete holen. Und da können wir natürlich dann deutlich mehr Saatgut mitnehmen. Zum Beispiel. Aber dafür müssen wir das erstmal bauen, ne? Also das können wir dann später machen. So, jetzt ist hier natürlich dunkel. Jetzt laufen die natürlich nicht. Oder? Haben doch hier eigentlich das verbunden. Normalerweise müsste es eigentlich laufen. Kabel ist eigentlich dran hier. Stromkabel ist dran. Normalerweise sollte der laufen. Der ist auf jeden Fall eingeschaltet. Normalerweise sollte das laufen. Ich gucke gerade nochmal. Ein Kabel hier. Wie gesagt, Kabel ist ja hier verbunden, seht ihr? Hier ist das hier miteinander verbunden. Bisschen komisch gerade. Ach so, nee. Normalerweise sollte das eigentlich funktionieren. Hier haben wir auch nochmal die Terraforming Hint. Also hier ist nochmal alles so ein bisschen erklärt mit Atmosphäre, Temperatur, Wasser, Vegetation. Kann man auch nochmal in der Enzyklopädie gucken. Das können wir hier erstmal. Ja, hier ist nochmal das ganze Tutorial mit drin.
Ja, wie gesagt, Strom ist eigentlich miteinander verbunden. Wir gucken mal, ob wir das eine Kabel hier nochmal kurz verlängern, aber eigentlich sollte das kein Problem sein hier. So, wie weit ist der hier? Der ist noch nicht ganz voll, aber der hat das Eisen schon so weit abgebaut. Können wir eigentlich gleich mal zur nächsten Eisenstelle schicken. Wenn wir hier irgendwo eine haben. Also zum nächsten Metall. Haben wir hier irgendwo Metall? Ne, sieht nicht so aus, ne? Haben noch kein Metall gesehen hier. Ist auch kein Metall. Ja, dann laden wir ihn erstmal aus, würde ich sagen. Laden wir das erstmal aus. Na, Metall ist hier gar nicht so viel, ne? So, jetzt hat er das hier nochmal gebaut, aber irgendwie ist das immer noch nicht verbunden hier. Kann ich das jetzt hier mitmache? Komisch, ne? Der erzeugt Strom, aber... Ja, ich glaube, das ist halt noch, weil das halt noch nicht die fertige Version ist, ist das teilweise noch ein bisschen buggy mit dem Strom. So, der entlehnt erstmal sein ganzes Eisen. Wir bauen hier gleich nochmal ein zweites Lager. So, jetzt müssten sie eigentlich das hier gleich fertig bauen. Ansonsten müssen wir die Stromkabel nochmal abreißen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Na, er baut das jetzt fertig. Ne. Lol. Wie gesagt, eingeschaltet ist er ja. Dann reißen wir das nochmal ab, oder? Ja, ein bisschen komisch, ne? Dass das nicht funktioniert. Weil der läuft ja nicht nur am Tag, der erzeugt ja ständig Strom. So, jetzt haben wir hier durch ihn auf jeden Fall schon mal ein bisschen Strom. Aber ist immer noch nichts verbunden. Können wir das hier irgendwie abreißen? Ich guck mal gerade. Stromkabel hier. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also Strom erzeugen wir gerade 10, aber irgendwie kommt das hier nicht an. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen buggy. Ich probiere das mal jetzt von unten. Das kann ja nicht sein. Hier haben wir, glaube ich, auch noch Metall, oder? Ist das nicht Metall? Nee, ist kein Metall. Guck mal gerade, ob ich irgendwo noch Metall finde hier. Guck mal gerade auch. Wir müssen eigentlich auch noch so ein. Ah, hier haben wir noch Metall. Genau. Sammeln das mal ein. So. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert hier. Brauchen auf jeden Fall hier auch noch, wo ist es? Hier den Sensorturm brauchen wir auch noch. Haut immer noch nicht hin. Das verstehe ich nicht. Ach doch, jetzt! Lol. Jetzt haut's hin. Ah, lol. Jetzt haben wir so viel Stromkabel hier gebaut. Ah! Weiß nicht, ob man die Stromkabel hier nicht auch ausschlachten kann.
Ausschlachten? Nee. Nein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal unseren Beton-Extraktor. Einen Drohnen-Hub können wir nachher auf jeden Fall noch bauen. So, warte mal, Lager. Auf jeden Fall den Sensorturm, weil sonst kommen wir hier nicht wirklich voran. Weil wenn wir den Sensorturm haben, dann kann er hier ein bisschen schneller das aufdecken. Und wir haben noch keine Anomalien gefunden, das ist auch schade. So, Strom haben wir jetzt 10. Wir können auf jeden Fall noch so einen Akkumulator hier bauen. Ja, dafür brauchen wir doch, haben wir ja schon. Erforschter Sektor. Jetzt kriegen wir wenigstens schon mal ein bisschen Beton. Das ist schon mal ganz gut. So. Drohnen-Hub brauchen wir hier eigentlich noch gar nicht. Drohnen-Hub hat ja ein bisschen höhere Reichweite. Das können wir ein bisschen weiter weg machen. Das müssen wir hier nicht machen. Müssen wir mal gucken, ob wir dann die Wasserressource, da können wir zum Beispiel einen Drohnen-Hub mal reinsetzen. Hier haben wir Komfort-Boost. Das können wir nicht einsammeln, ne? Oder? Verbessert den Komfort aller Wohnorte, die sich... Ach so, okay. Wenn die hier sind... Okay, okay. So, jetzt haben wir den Akkumulator. Der speichert dann erstmal den Strom. Dass wir nachts dann hier auch Strom haben. So. Würde ich sagen, den Sensorturm, der ist erstmal gebaut. Sauerstoff könnten wir jetzt schon mit anfangen, aber bringt ja erstmal noch nichts. Brauchen jetzt erstmal Wasser. Hier, den Feuchtigkeitsvaporisator. Den können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Den setzen wir hier auf jeden Fall schon mal hin. Dann haben wir schon mal ein bisschen Wasser. Den setzen wir auf jeden Fall hin. Den haben wir als Startgebäude jetzt gehabt. Den muss man nämlich normalerweise auch erforschen bei Biotech. Das ist ganz gut, dass wir den jetzt hier haben. Dann können wir hier nämlich auch gleich den Wasserturm noch dazu bauen. Mit dem Strom warten wir diesmal mal, bis das Gebäude fertig ist. Und wie gesagt, dann holen wir nachher auf jeden Fall noch eine Frachtrakete, sobald wir auch hier die Treibstoffraffinerie haben. Weil hier brauchen wir Treibstoff, um den Treibhausgas zu erhöhen. Und hier brauchen wir Saatgut. So, okay. Brauchen wir das hier erstmal. Funkkabel verbinden. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Wasserrohr. Ach, die Treibstoffraffinerie könnten wir hier eigentlich gleich direkt bauen. So, Strom haben wir noch ein bisschen was. Research complete. Finde Wasser auf den Mars. Okay. Oh, wir haben Wasser gefunden. Wir haben Wasser hier oben gefunden. Sehr schön. Wir haben Wasser gefunden. Endlich Wasser gefunden. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Und hier haben wir eine Anomalie. Da können wir gleich mal unseren Erkunder hinschicken. Wie gesagt, zur Not haben wir auch noch unseren Kommandeur, mit dem wir das mit dem Wasser machen können. So, Wasser haben wir. Dann können wir nachher schon bald den Treibstoffgenerator bauen. Ich baue jetzt hier erstmal noch einen Wasserturm. Den können wir direkt daneben stellen oder ein bisschen weiter wegstellen. Der braucht, mal gucken, Wasserturm, der braucht keinen Strom, genau, der speichert einfach nur das Wasser. Oh, der läuft hier jetzt erstmal. Wassererzeugung plus 1, das ist schon mal gut. So, wir haben natürlich jetzt hier auch schon geforscht. Forscht er jetzt hier automatisch weiter? Ah, ne, wir haben genau das Terraforming erforschen wir als nächstes. Nutzung des Erdreichs, neues Gebäude, Farm, produziert Nahrung. Ein großes Gebäude innerhalb der Kuppel. Das mit der Kuppel, das brauchen wir erstmal, glaube ich, noch gar nicht. Machen wir erstmal das mit dem Terraforming hier weiter.
Wollen wir warten, noch bis hier die Kuppel fertig gebaut ist, dass wir hier schon mal ein bisschen Wasser speichern können. Der Wasserturm meine ich. So, dann bauen wir hier schon mal ein paar Rohre. So, hier die Lager sind auch schon wieder gut gefüllt hier. 60 Metalle. Bauen wir noch ein zweites Lager. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich erstmal einen Break. Und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge zu Terraforming auf dem Mars. Und mal schauen, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Da können wir auf jeden Fall dann schon mal anfangen, hier die ersten Terraforming-Gebäude zu bauen. Treibhausgasfabrik und Aufforstungsfabrik. Damit wir da mal schon mal hier den, also einmal hier den Treibhaus erhöhen, also Terraforming-Effekt. Das ist hier der Treibhaus. Hier ist auch nochmal alles so ein bisschen erklärt. Atmosphäre, Temperatur, Vegetation, Wasser. Und es gibt halt die speziellen Projekte. Die brauchen wir auf jeden Fall später auch. Mit Capture, also Eisasteroiden einfangen. Treibhaus von der Erde. Den Polar-Dings schmelzen und so. Das machen wir auf jeden Fall alles noch. So, jetzt ist das hier schon mal verbunden. Jetzt kann der hier sich schon mal... Kann der schon mal das Wasser speichern. Alles klar, dann vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frame. Tschüss.